Nachdem wir mit den Wikingern und Mayas den Boden gewischt haben, haben sich die beiden Völker nun verbündet. In der letzten Mission der Kölmar-Kampagne, Blockadebrecher, müssen wir uns daher beiden Völkern stellen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir dieses Mal sehr gute Startbedingungen haben und der Feind sich laut Skript auch vielleicht eine Stunde Zeit lässt, bevor er angreift, was er in dieser Aufnahme wieder nicht getan hat. Auf Normal solltet ihr nach etwa 40 Minuten mit einem Angriff rechnen. Die Siedlung der Mayas findet ihr östlich von eurer eigenen. Direkt nördlich von der Maya-Siedlung findet ihr die Wikinger. Beide Siedlungen enthalten heilige Stätten, die ihr einnehmen sollt. Um diese Siegbedingungen auszulösen, muss euch der unmittelbare Bereich um die Städte vollständig gehören. Notfalls gewinnt ihr aber auch, wie gewohnt, sobald alle Türme eingenommen wurden. Im Norden und Süden findet ihr Felsen, von denen ihr Steine abbauen könnt. Das Gebirge südlich eurer Siedlung enthält Eisen, Kohle und Nutzlosium. Ich meine Schwefel. Am Fuß des Gebirges im Osten findet ihr Stein, Eisen und etwas Gold, was aber nicht für eine stabile Soldatenproduktion ausreicht. Um die Goldader des Gebirges zu erreichen, werdet ihr ein gutes Stück expandieren müssen. Dort findet ihr aber auch zusätzliche Kohle, Eisen und Stein. Zu Beginn verdreifacht ihr zunächst eure Planierer sowie Bauarbeiter und erhöht die Anzahl eurer Träger. Dies wird euch den Großteil eurer freien Siedler kosten, weshalb ihr schnell neben eurer Bauwirtschaft auch ein mittleres Wohnhaus bauen solltet. Das Goldvorkommen, das uns am Anfang zur Verfügung steht, reicht wie gesagt nicht für eine stabile Produktion von Level 3 Soldaten. Daher habe ich es in einen großen Tempel sowie einige Level 2 Soldaten investiert. Der Fuß des östlichen Gebirges eignet sich außerdem gut für eure Verteidigungslinie. Das Spiel empfiehlt, alle anderen Türme abzureißen, und auf dieser Karte spricht auch absolut nichts dagegen, da der Feind nicht in eurer Nähe expandiert und euer Gebiet daher nicht durch Türme geschützt werden muss. Während eure Soldatenproduktion läuft, solltet ihr um den östlichen Berg herum in Richtung Osten expandieren. Sobald ihr die Goldader erreicht habt, könnt ihr euch auf die Produktion von Level 3 Soldaten konzentrieren. Dehnt euer Gebiet am besten so lange aus, bis es an das der Mayas grenzt. Sobald dies geschehen ist, solltet ihr die nötigen Soldaten haben, um zumindest die Mayas besiegen zu können. Von dort aus könnt ihr mit der Wikinger-Siedlung genauso verfahren. Sobald beide Siedlungen zerstört wurden, habt ihr die Römer-Kampagne erfolgreich bewältigt.